komm. Jetzt ist die Zeit, wir beten. Jetzt ist die Zeit, ihm dein Herz, komm. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. So, lasst uns aufstehen als Armee Gottes. Wir wollen verkündigen, dass Gott gut ist. Und alles, was er macht, ist gut. Sag doch mal zu deinem Nachbar, alles, was Gott macht, ist gut. So gut. Gott ist gut, alle Zeit.
Thank you.
Gelobt sei Gott. Amen. Ich möchte dich fragen heute Abend, du, wie da bist. Was hast du für Sehnsucht? Was hast du für Sehnsucht in dir für heute Abend? Geh mal tief dein Herz berühren, geh mal rein. Was ist heute Abend deine Sehnsucht? Oder vielleicht, was ist dein Wunsch? Was möchtest du Gott verlangen? Ich glaube, du hast es gefunden. Und jetzt gehen wir die nächste Stufe. Was ist Gottes Sehnsucht? Was ist im Herzen Gottes drin für dich? Was wünscht sich Gott für dich, für uns, für die, die heute Abend zuschauen? Und jetzt die letzte Frage. Was ist der wichtigste Wunsch für dich? Das, was Gott sich wünscht, oder das, was du dir wünschst? Diese Antwort kannst du noch ganz allein in deinem Herzen geben. Vielleicht hast du Angst, dass, ja, vielleicht wird dann mein Wunsch vergessen. Aber ich möchte dir eine Antwort geben von der Bibel. Und da steht geschrieben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist im Herzen Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und Gott wird dir alles geben. Alles, was du brauchst. Alles, was gut ist für dich. Wow. Kannst du heute Abend sagen, Gott, ich möchte alles, was du dir wünschst für mein Leben, ich will es auch. Ich will es auch. Weißt du, das ist das schönste Geschenk, wie wir Gott machen können. Wir wollen nicht wie kleine Kinder sein und sagen, Gott, wir sind hier gekommen, dass du uns so wöhnst. Sondern hier soll ein Ort sein, wo wir das Herz Gottes suchen und das machen, was Gott sich wünscht. Nach Hause gehen und die Pläne Gottes in dir drin haben, ist wichtiger als gesegnet sein. Amen. Komm, lass uns mal einmal dieses Lied singen oder vielleicht noch den Refrain von diesem Lied. Halleluja. Schön. Seid alle herzlich willkommen heute Abend. Ich habe heute Abend eine Überraschung. Ich bin unserer Tontechniker gegangen und habe gesagt, ich brauche ein Wunder. Und da wir gute Leute haben, haben sie es können machen. Ich möchte heute Abend spontan, ich habe ein Video gesehen vor Viertelstunde. Es hat mich so beeindruckt, das muss ich euch zeigen und es ist ganz live und ganz neu. Für die, die es nicht gehört haben, nicht mitbekommen haben, gestern sind ja in Paris die Olympischen Spiele, hat eine deutsche Frau eine Goldmedaille bekommen, eine ganz typische Frau, ja, Gewichtkugelschmeißer.
Aber wisst ihr, was schon sonderbar war? Das haben sich schon die Journalisten gezeigt. Diese Frau ist die, weißt du, Gewichtkugel, dieser Kilokugel wegschmeißen. Das sind öfters Frauen wie jahrelang so. Aber die dünnste von allen, die kleinste oder die schmächtigste von allen, die hat gewonnen. Und die hat heute Abend ein Video drauf gepostet, auf einem nicht-christlichen Sender. Auf einem Sender, wie zu RTL gehört, wie gar nicht christlich ist. Und ich möchte euch das Video zeigen. Lasst den Verlauf und macht das Licht aus. Licht alle aus, ja. The devil really had me, but Jesus came and grabbed me. So I wouldn't let go. God's mercy kept me, so I wouldn't let go. So I'm here today because God kept me. I'm alive today. Only because of his grace, oh, he kept me. God kept me. God's mercies kept me, so I wouldn't let go. That was the song that I was just singing up and down. Ja, das Licht. Der Anfang war nicht. Der Anfang war nicht drauf, aber da könntest du es zu Hause mal sehen. Die Frau gibt Zeugnis. Ordnungsdienst, die Kinder kommen in die Tiefkühler. Das ist doch auch ein Zeugnis, wenn sie dann rauskommen, sind sie viel schöner und sind die Hauptgezeugnisse. Aber diese Frau gibt Zeugnis, die hat sich vor einiger Zeit das Knie verdreht, diese Bänder verzogen. Und wenn du so Hochleistungssport machst, kannst du nichts machen. Und sie hat gesagt, sie hat alle Tag gebetet, sie wusste, Gott wird ihr das geben. Ich finde es fantastisch. Ich bin Gott dankbar für so Leute, die den Mut haben, nicht allein im Hintergrund Zeugnis geben, sondern vor alle Journalisten live, die konnten es nicht mehr unterbrechen. Ina, ich brauche dich. Noch so Information, Ina ist die Frau von Martin. Sie werden uns einen Psalm lesen und ich möchte sagen, für mich gibt es manchmal Psalme oder Bibelstücke, wo du denkst, wow, das ist letzte Woche geschrieben worden. Und obwohl es 3000 Jahre ist. Und manche Bibelstücke sind so prophetisch und das ist der Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Wisst ihr wahrscheinlich,
In den letzten Wochen, Monaten ist es so viel Chaos weltweit geschehen, wo uns viele Leute Angst haben, dass von einem Tag auf den anderen kann es richtig ein Peng geben. Und die erste Atombombe fliegt. Es ist alles möglich. Es ist ein Chaos, wenn man gar nicht verstehen kann, wo die Welt in kurzer Zeit sich gespaltet hat. Und ich möchte nicht sagen, das sind die Guten und das sind die Schlechten. Ich weiß, die Medien möchten uns sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Guten sind. Ich glaube nicht, dass Europa zurzeit in den Augen Gottes die Guten sind. Ich glaube es nicht. Weil es ist so viel Gottlosigkeit da, wie man sich gar nicht vorstellen könne. Und wenn jemand an Gott glaubt, wird er gemeidet und kritisiert. Und wir sind in dieser Zeit drin, wo alles chaotisch ist. Und trotzdem dieser Satz, Gott lacht über unsere Feinde, über seine Feinde. Weißt du, wenn Gott lacht, dürfen wir entspannt sein. Stimmt das? Ist egal, was passiert. Ich denke öfters an diese Vers. Gott lacht, wo wir uns manchmal Ängste haben, wo wir uns Sorgen machen. Gott lacht. Und wenn du Gott kennst, wirst du öfters diese Freude in dir drin haben. Das ist, glaube ich, eins von den wichtigsten Sachen. Ich will mal sagen, was in meinem Herz los ist. Manchmal unterhalte ich mich mit Gott für ganz verschiedene Sachen. Und manchmal lese ich halt die Zeitungen oder Nachrichten und dann kommt so manchmal Sachen wie Aufstoßen. Kann man das so sagen? Ja. Beispiel gestern oder vorgestern habe ich so übersprungen. Ich glaube, jetzt in München ist wieder ein großer Konzert von einer berühmten, ich weiß nicht, ob es amerikanische Sängerin ist. 80.000 Tickets haben die verkauft in kurzen Tagen. 80.000 junge Leute gehen hin von ganz Deutschland, von Österreich, von der Schweiz. Manche kommen sogar von Amerika für ein Konzert. 80.000 geben viel Geld aus. Die Reise, die Tickets sind sehr teuer, gehen dorthin. Und ich dachte, das hat mit der Erweckung nichts zu tun, stimmt das? Wir reden viel von Erweckung, aber wenn man die Umstände sehen. In Wien wäre ein Konzert gewesen von jemand, die haben sie drei Tage hinterher 65.000 Tickets schon verkauft vom Konzert. Leider durch diese Angriffe, durch diese Bedrohung haben sie es weggemacht. Aber wo rennen denn die tausende Leute hin? Nur nicht zu Gott und nicht zu Jesus. Stimmt das? Und irgendwo in mir drin war ich unzufrieden. Und irgendwo habe ich so mit Gott nicht gehadert und mit Gott gesprochen, hat Gott, was siehst du das? Und ich habe den Eindruck, wie Gott mal gesagt hat, Piero, ihr müsst in eine andere Stufe reingehen. Was ist das, eine andere Stufe? Ich weiß noch, wie ich im Kindergarten war und ich bin in die erste Klasse gekommen. Das war ein riesiger Unterschied. Da musste man lernen. Da musste man das, beim Kindergarten ist alles locker. Und wenn du von der ersten Stufe in die zweite kommst und gehst ins Gymnasium und alles, das sind jetzt mal andere Stufen. Und es gibt Christen, die denken, dass sie in der höchsten Stufe sind. Und dabei sind sie im Kindergarten. Es gibt etwas, wie so gefährlich ist, das heißt eine heilige Zufriedenheit. Wo die Leute zufrieden sind, ist eine Tradition drin und wir wollen Gottesdienst feiern, wie wir vor 50 Jahren gefeiert haben, mit derselben Methode, mit derselben Lieder, mit derselben Instrumente, mit derselben Predigte. Du brauchst gar nicht mehr Bibelschule gehen, du musst noch Predigt nehmen vor 50 Jahren und sie wieder zeigen. Und ich habe so den Eindruck, wie Gott sagt, er müsste die nächste Stufe gehen. Weißt du, dass die okkulte Leute in die nächste Stufe gegangen sind? Ich kann das sagen, wenn du mit okkulten Leuten, mit Satanisten, mit anderen Leuten redest, die sagen, wir arbeiten nicht mehr, wie wir vor 30 Jahren gearbeitet haben. Ich habe mal im Gespräch gehört, wie einer gesagt hat, du, wir arbeiten nicht mehr wie vor 30 Jahren mit Blut von Katzen und von Hunden, sondern wir opfern Menschen, um in eine andere Stufe zu kommen. Das Okkulte hat sich so entwickelt in alle Möglichkeiten, wie es geben kann, ich möchte gar nicht drüber reden. Und wir Christen sind auf einer Stufe geblieben. Und die Welt geht von einer Stufe in die andere weg von Gott. So gottlos wie Europa ist, war es noch nie.
Und wir, ja, wir haben unsere Gemeinde, wir haben unsere Religion, wir haben Bibelschule, wir haben ein theologisches Zentrum, wir haben gute Organisationen, wir haben Konferenzen, wir haben Seminare, wir haben gute Musiker. Ja, es ist halt so. Dieses, es ist halt so, ist gefährlich. Das, was so ist, muss nicht bleiben. Und ich glaube, es ist, wie Gott mir gesagt hat, wir müssen eine andere Stufe gehen. Und ich möchte euch von dieser Stufe reden, weil Gott mir so ein Wort gegeben hat. Und das Wort hat zu mir geheißen, ich habe es gelesen, er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt, fördere von mir. Fördern. Das hat mit bitte, bitte nichts zu tun. Stimmt das? Wir sind fast alle noch auf der Ebene, bitte, 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 Gott, segne mich. Bitte, bitte, Gott, mach, dass ich nicht angegriffen. Bitte, bitte, Gott, meine Familie. Bitte, bitte, Gott, gib mir das. Fordern ist etwas anderes. Fordern hat mit bitte gar nichts zu tun. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen zwei Worten? Gib dir ein Beispiel. Stell dir mal vor, mein Auto ist kaputt. Ich muss heimgehen heute Abend. Dann weiß ich, gibt es Leute hier, da weiß ich ganz genau, wenn ich hingehe, sag du, bitteschön, kannst du mich heimfahren oder kannst du mir dein Auto geben? Das ist bitte. Aber ich kann doch nicht zu jemandem gehen und sagen, ich fordere von dir, dass man dein Auto gibst. Was würde dir sagen? Ist arrogant und stolz, alles Mögliche. Fordern. Das ist etwas, was man nicht gern macht. Aber stellt mal vor, jemand von euch, du Beispiel, ich würde dich erwischen, wie du mein Autoschlüssel klaust und du weggehst. Da würde ich mich an die Tür stellen und sage, ich fordere von dir, gib mir den Schlüssel zurück. Ich würde nicht verlangen, bitte gib mir den Schlüssel, hier ist mein Auto. Ich würde fordern. Und weißt du was, so wie Gott zu mir gesprochen hat, Piero, lerne mein Volk zu fordern. Lerne mein Volk zu fordern, zu Gott zu stehen. Und es gibt zwei Sachen, wie heute Abend mir auf dem Herzen liegen, zu fordern. Und das eine ist Erweckung für unser Land. Ich möchte Deutschland fordern für Jesus. Ich möchte die Schweiz fordern für Jesus. Ich möchte Österreich fordern für Jesus Christus. Ihr Österreicher, ihr dürft fordern. Ihr dürft beten, es ist nicht verboten, aber ich glaube, es ist eine andere Stufe, zu gehen in die unsichtbare Welt und zu sagen, ich fordere mein Land für Jesus Christus. Zu wem sprechen wir das? Einmal zu Gott und einmal zu diesem Mächter der Finsternis. Heute Nacht ist etwas auf mir gewesen und das Wort fordern. Und heute Morgen habe ich den Eindruck gehabt, als erstes in eine Stadt zu fahren, wie Gott mir gezeigt hat, und auch unter Mächte der Finsternis zu fordern, lass die Gefangene frei. Lass die Gefangene frei. Ich fordere, dass du sie loslässt. Ich fordere sie vor Jesus Christus. Ich fordere sie, dass sie kommen können. Und ich glaube, das hat etwas mit Autoritäten zu tun. Und das Zweite, was mir heute noch wichtig geworden ist, wir wissen ja, wir haben ja ein Seminar für Heilung. Darf man Heilung fordern? Wieder später, Jesus, bitte schön, heilt sie. Aber ich glaube, es gibt eine Stufe, wo wir Heilung fördern können. Wir wollen es haben. Wie diese Witwe zum Richter geht, wie gefordert hat, Recht. Aber macht nicht etwas, weil es gehört habt und vielleicht kollektiv Begeisterung, sondern es gibt Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir das machen können. Und es stehen alle in diesem Wort drin. Zu wem im Psalm hat Gott es gesagt? Fördere von mir. Zum König David. Verstehst du? Ah ja, ein König darf schon fordern, stimmt das? Und jetzt diese Frage, sind wir Königskinder? Sicher. Und warum du wir uns benehmen wie Bettler? Sag mal ganz ehrlich, wie viel mal dein Gebet oder mein Gebet ist ein Bettelgebet? Kein königliches Gebet. Wir sind auf dem Papier oder... Ja, juristisch sind wir Königskinder, aber wir benehmen uns wie Bettler. Und ich glaube, da muss man unsere Mentalität verändern. Wir müssen wissen, in der unsichtbaren Welt ganz besonders, wir sind Königskinder. Und die dämonischen Mächte, die müssen auf die Seite gehen, wenn wir kommen. Wir kriechen nicht vom Okkultismus, sondern wir sind Königskinder. Wir fordern, die Dämonen, wie da ist, wie das macht, hau ab in Jesu Namen.
schon, dass du die Menschen loslässt. Es gibt Leute hier, die haben Kinder, die sind in der Droge und anderem Alkohol. Und du betest schon lange dafür. Und Gott möchte dir ein Wort geben. Fordere sie zurück. Ich fordere Gott, das ist mein Kind. Und ich fordere zurück. Ist egal, was es bindet, es muss loslassen. Und du wirst sehen, es werden einige zurückkommen, weil du gefordert hast. Und ich glaube, die Zeit ist da, dass wir in eine andere Stufe reingehen. Und das ist die Fördern. Wann darf man das machen? Wir haben gerade gelesen, ich habe dich heute gezeugt, sagt der Psalmist. Gott sagt zum König, ich habe dich heute gezeugt. Aber hat es gestimmt? Nein, da war schon vor 30 Jahren wahrscheinlich gezeugt worden. Aber gibt es einen Moment, wo Gott Leute zeugen kann? Gibt es einen Moment, wo Gott seinen Geist in dein Geist reinlegt für etwas machen? Vielleicht bist du da gewesen die ganze Woche auf dem Seminar, ganz besonders heute, und hörst du das an, es ist schön, und Gott heilt und Gott benutzt Menschen, und plötzlich kommt der Heilige Geist und zeugt dich und sagt, du wirst Kranken heilen. Du wirst aufstehen und die Hände auflegen. Weil das geschieht nicht da oben, sondern hier. Gott hat ihm David gesagt, heute habe ich dich gezeugt. Vielleicht guckst du gerade zu auf Internet und ich sage dir etwas. Es kann möglich sein, dass Gott sagt, heute zeuge ich dich zum Fordern. Heute fordere ich dich. Heute sage ich dir, ich zeuge dich heute. Und in eine andere Stufe zu gehen, lerne zu fördern. Lerne, die Mächte der Finsternis dies loszulassen. Lerne, zu Gott zu gehen und fördern. Hör auf mit diesem Bitteln wie ein Bettler, sondern benimm dich wie ein König. Der Heilige Geist zeugt Menschen. Er macht es. Ich weiß, ich war noch gar nicht so lange gläubig, war ich auf so einer Konferenz und der Prediger sagte, wir sind da gestanden, gegenüber Gottes, und er sprach von Elia, vom Mantel des Elias. Und Gott sagte dort, der Prediger, und jetzt empfang den Mantel. Und ich kann das sagen, ich lag in einer Sekunde vom Boden, es kam auf mich wie Peng. Und ich wusste, dieser Tag hat Gott mich gezeigt. Kann es sein, dass es heute dein Tag ist? Kann es sein, dass heute Gott etwas zeugt, etwas Gebäre bringt, etwas Lebendiges bringt in dir drin, wo so wie etwas kommt, ich werde fordern, ich werde holen, ich werde nehmen, ich werde von dieser Stufe des ja, nichts Königskind sein, sondern Bettler sein, ich werde rausgehen, ich werde diese Ebene kommen. Es geschieht nicht in dem, dass ich eine tolle Predigt mache und dich begeistert damit. Es geschieht, wenn der Heilige Geist es macht. Aber etwas weiß ich bin kein guter Prediger, aber ich weiß etwas, wenn ich predige, kommt der Heilige Geist und bestätigt das Wort bei Menschen. Und es ist mein Wunsch, dass hier und da, wo Leute zuhören, und wenn sie heute Nacht zuhören, wenn sie morgen zuhören, dass plötzlich Leute gebärt werden, das Leben reinkommt zum Fördern auf eine andere Ebene. Das ist das, was in meinem Wunsch, in meinem Herz total drin ist. Punkt eins, du musst ein Königskind sein, du musst es glauben, du musst es wissen und dann musst du gezeugt werden und dann ist noch etwas wichtig, wenn du förderst. Wenn du sagst, das will ich haben. Du musst sicher sein, dass es der Wille Gottes ist. Du musst es sicher sein, dass es Gott will. Wenn du dreimal förderst und es ist nicht der Wille Gottes und es kommt nicht, da machst du etwas kaputt in dir drin. Ich erzähle Geschichte, es ist nicht, ich werde nicht die Ehre bekommen dafür, aber es ist so spontan. Vor einiger Zeit, war schon ein paar Jahre, habe ich das Auto waschen wollen und bin ich hingefahren in die Tankstelle und bin reingegangen und habe mich ein Ticket gekauft und während ich das Ticket gekauft habe, ist jemand vor mich in die Anlage gegangen, obwohl er kein Ticket hat. Und ich habe ein Ticket gehabt und konnte nicht reinfahren. Ist unfair.
Und dann habe ich die glorreiche Idee gehabt, ich fahre jetzt zum Robofahr rückwärts rein. Da kommt der Mann raus, will reinfahren und sieht mich drin. Und da war ein bisschen jünger wie ich und größer wie ich. Und dann hat er gefordert. Gehen Sie sofort raus. Gehen Sie sofort raus. Ich sagte, nein. Gehen Sie sofort raus. Und dann wurde es sehr laut. Und ich sagte, nö, ich war nicht laut. Und dann wurde er immer so aggressiver und ich habe mich so hingestellt. Mit den Augen konfrontiert und ein drittes Mal schreit er, sofort gehen Sie jetzt raus. Und ich sage, nein. Und dann hat der Kopf runtergemacht und ist weggelaufen. Der hat dreimal gefordert. Und dreimal war er nein. Wie denkst du, wie der Mann sich gefühlt hat? Dieser kleine alte Dicke mit grauen Haaren. Der hat meinen Platz genommen und hat keine Angst gehabt vor mir. Der ist nicht stolz nach Hause gegangen. Ich schon. Der Mann hat gefordert. Verstehst du? Er hat gefordert. Und wenn du forderst und es ist nicht im Wille Gottes, dann machst du etwas kaputt mit dir drin. Versteht ihr? Punkt an, wenn du etwas forderst, da steht geschrieben, Gott gab mir es vorher, Gott hat ihm vorher gezeigt, fordere Länder, ich werde sie dir geben. Du musst Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn du weißt, dass Gott etwas will, es gibt Leute, die verstehen das nicht. Was ist eine Prophetie? Eine Prophetie ist das, was Gott möchte aus deinem Leben. Aber es bedeutet nicht, dass du reinkommst. Das ist nur ein Wunsch Gottes. Den Rest musst du machen. Und wenn du von Gott eine Prophetie bekommen hast und hast den Eindruck, du drehst im Kreis und es kommt nicht, dann fang doch mal an zu fordern. Gott, du hast mir versprochen, du hast mir das verheißen und ich fordere, ich will es haben. Sag mir, ich will es haben. Und wenn etwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist, dann sag es mir, aber ich fordere meine Berufung. Peng. Der Prophet gibt da keine Forderung. Er tut nicht fordern für dich. Er sagt, was Gott möchte. Aber den Rest musst du machen. Verstehst du? Es gibt so Christen, die möchten Prophetie bekommen, so als Streichleinheit und Wertgefühl. Oh. Eine Frau kam zu mir, Bruder Fei, kannst du prophezeien, dass ich die Gabe der Heilung habe? dann guck ich sie an. Ich gucke sie an eine Weile. Und dann frage ich sie, hast du das schon? Nein, sie hat angefangen. Ich habe schon viele Prophetie bekommen. Ich sage, wie viel? 17 Leute, 17 Männer Gottes und Frauen haben prophezeit, ich werde Kranken heilen. Und dann sage ich, für wie viel hast du schon gebetet? Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ich prophezei, du wirst sie nicht bekommen. Verstehst du? Die wollte nur Prophetie haben, um Streicheleinheiten zu haben. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst und du weißt, es ist richtig, dann fordere es. Sag Gott, ich will. Ich will nicht mehr jahrelang warten. Ich will, schau mal den Zustand deiner Gemeinde, schau mal den Zustand von meinem Land. Ich will aufstehen. Ich fordere von dir. Amen. Das ist nicht schön fromm. Aber wenn du weißt, dass Gott es will, dann darfst du fordern. Punkt 3. Was ganz wichtig ist, wenn du etwas forderst, warum machst du es? Machst du es aus Liebe zu Jesus, um Reich Gottes zu bauen? Oder machst du es, ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Ehre zu bekommen? Ich kann das sagen, fordern nicht. Sondern hab diese Sicherheit in deinem Herzen drin. Lieber Gott, ich will fordern, ich will jetzt Heilung sehen, ich will das sehen. Und ich verspreche dir tief im Herzen, die Ehre bekommst du nur ganz allein. Weil du, Gott, möchtest die Ehre mit keinem Mensch teilen. Amen. Bist du bereit, das auszusprechen? Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast vor jemand intensiv gebetet und du hast gebetet.
und sie ist geheilt worden. Und dann gibt die Frau Zeugnis, oh, ich bin geheilt worden vom Prophet so und so. Und würde dich gar nicht erwähnen. Wow, tut's weh? Solange es weh tut, dann stimmt etwas nicht. Solange wie das weh tut und bekomme ich keine Ehre, verstehst du? Dann ist es, oder hoffst du, wenn jemand Zeugnis gibt, dass er dein Name sagt und es tut dir gut? Dann gib Achtung, du bist noch nicht ganz bereit. Das muss sterben in dir drin. Wenn du forderst, dann musst du einen Glauben haben. Was ist denn Glauben? Glauben sagt die Bibel, ich sehe das, was man nicht sehen kann. Und du weißt, dass es Gott geben möchte. Du weißt es ganz genau. Du weißt, dass Gott Heilung versprochen hat und er wird sie geben. Du weißt es. Diese Glauben. Es gibt richtige Glauben, es gibt falscher Glauben. Ich erzähle euch ganz kurzes Beispiel. Ein Seiltänzer oder einer vom Seil laufen kann, in einem großen Zirkuszelt, 10 Meter hoch, läuft über dieses Zelt und die alle machen Applaus. Und dann sagt dieser Mann, hat ein Mikro da oben, sagt, habt ihr den Glauben, dass ich rüber kann laufen mit einem Schubkarre? Und alle, ja! Und er nimmt tatsächlich eine Schubkarre und läuft da drüber, 10 Meter hoch und alle Leute machen Applaus. Wow! Und dann sagt er, habt ihr den Glauben, dass ich da laufen kann mit einem Schubkarre und einem Mensch drin? Ja! Wer möchte reinsitzen? Und keiner hat gesagt, ich. War das Glauben? Nein. Obwohl sie alle geschrien haben, wir glauben's, Applaus gemacht haben. Aber rein wollte keiner gehen. Und das ist manchmal, habe ich den Eindruck, einige Gottesdienste. Glaubst du, dass Gott dich gebraucht? Glaubst du, dass die Heilungssalbung da ist? Glaubst du, dass du Vollmacht hast? Glaubst du, dass du Überwinder bist? Glaubst du, ja, Halleluja, Amen, schreien sie. Und am Montag ist es wieder weg. Diese Frage, glaubst du, dass die Erweckung kommen wird? Glaubst du, dass die Situation jetzt in Europa katastrophal ist? Die Menschen sind so gottlos. Aber du hast in deinem Herz, Gott hat versprochen, es kommt die Erweckung. Die Stadion werden sich fühlen, nicht, dass amerikanische Sängerin kommen, sondern weil Jesus Christus sie rufen wird. Sie werden sich fühlen. Hast du diesen Glauben in dir drin? Dann fordere es doch deinem Gott. Kannst du dir das vorstellen, wenn wir Christen würden uns alle Tag 10 Minuten Zeit nehmen, zu fordern. Herr, wir wollen die Erweckung sehen in Deutschland, in unserem Land, in unserer Stadt drin, in der Schweiz, in Österreich. Wir fordern jetzt Gott, wir wollen die Erweckung. Wir fördern von dir, wir fordern von dir, wir wollen die Erweckung sehen, dass sich etwas verändern wird. Anstatt zu beten, Herr, die Frau hat mich so verletzt, ich möchte ihr gern vergeben, aber ich kann doch nicht gern. Oh, zeig's doch ihr. Und oh, was beten wir alles zusammen? Ich kann mir vorstellen, wir würden wie eine Mannschaft heute Abend aufstehen, wir würden fordern. Erweckung für Deutschland, Erweckung für unsere Stadt. Erweckung, wir wollen sehen. Wir wollen nicht mehr schöne Predigt von der Erweckung hören, sondern wir wollen sehen. Wir wollen, dass die Erweckung kommt. Wir fordern dazu in Jesu Namen. Gott, du hast versprochen, wir wollen es haben. Wie eine Armee, die aufsteht. Eine Armee, die fordert. Ich glaube, es wird die unsichtbare Welt erschüttern. Ich glaube, es ist auch wichtig, diesen prophetischen Geist zu haben. Weißt du, wenn du nicht prophetisch bist, das ist so für mich, als ich Kind war, hat meine Mama viel Hefeteig gemacht, ganz besonders im Winter. Da haben wir so Ofen gehabt, dann hat sie Teig gemacht und hat ihn hingestellt, ein bisschen Mehl und Hefe und Milch oder Wasser, Zucker und hat es hingestellt und dann hat langsam hat es so, kennt ihr das so? Wow, was ein halbes Kilo Mehl Masse kann machen, weißt du? Und dieser Hefeteig ist im Hause was Gutes gewesen. Wir haben immer zugeschaut. Und ein Tag, sie war wahrscheinlich so beschäftigt, hat sie vergessen, die Hefe reinmachen. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und es gab keinen Hefeteig, es gab keinen Kuchen. Warum? Die Hefe hat gefehlt. Weißt du, für mich ist die Hefe der prophetische Geist.
dieser Geist, wie uns manchmal erlaubt, den Plan Gottes zu sehen, in die unsichtbare Welt reinzuschauen, zu spüren, was Gott will. Mit dem habe ich euch gefragt heute Abend, was ist das, was Gott will? Ist es der Wunsch Gottes, dass du in eine andere Stufe reinkommst oder nicht? Oder sagt Gott, ich bin so zufrieden. Ihr habt so schöne Räumlichkeiten. Ihr seid so lieb miteinander. Ihr seid in der Top 10 Gemeinde von Deutschland. Das war ein Beispiel, Martin, gell? Ja. Oder möchte Gott sagen, steh auf. Steh auf und fordere. Hol dir, was dir gehört. Hol dir dein Erbe. Hol dir alle Verheißungen Gottes. Ihr seid Königskinder, ihr seid keine Bettler. Es ist Zeit zum Holen. Es ist die Zeit, wo wir in die Stufe von der Beten und Bettlerei rausgehen, in diese Stufe zu holen. Wow. Der Heilige Geist fängt an, sich zu bewegen. Ist gut so. Ich möchte noch etwas dazu setzen. Lebe mit ihm und für ihn. Du kannst nicht nebenbei, es gibt manche Leute, die sagen, ja, ich mache das und das und nebenbei mache ich, bin ich auch Christ. Das geht nicht. Lebe für ihn und mit ihm. So heißt man, du lebst, wenn du morgens aufstehst, ziehst dich auf für dich. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn du jetzt Mama bist und hast drei Kinder und hast vier Kinder und du wachst morgens auf, so, oh, welches Kind hat Termin, ich muss das machen, jenes Mal dorthin gehen und das. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, aber wenn du trotzdem vorher aufstehst und sagst, Herr, verstehst du, ich lebe für dich, das ist das Wichtigste. Da wird dir Gott helfen, deine Kinder aufziehen, deine Arbeit machen. Verstehst du, wenn du das umdrehst, und fangst an, zuerst alle Probleme zu lösen und dann mit dem Herrn zu arbeiten, dann ist es ein bisschen spät. Lebe für ihn und mit ihm. Für ihn und mit ihm. Und dann wirst du sehen, wie die Stufe höher wird gehen. Nicht eine, sondern mehrere Stufen. Ich glaube, die Gemeinde Jesus muss in die andere Stufe reingehen. Dieses System, wie wir haben, Gemeinde, Hauskreis, Kinderarbeit, Jugendarbeit und Lobpreis und Seminare, ist das alles richtig, aber es langt nicht. Versteht ihr? Wenn wir fördern, dass das Übernatürliche zurückkommt, dass Leute kommen von draußen und sie sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen. Sie sehen, dass Autorität da ist. Sie sehen, dass Gott da ist. Sie sehen, dass Leute, die beten, es ehrlich meinen. Es ist keine Religiosität. Ich kann das sagen, die Leute werden nach Hause gehen, werden andere mitbringen. Der erste Heilungsgottesdienst, den ich gemacht habe, es war in Ladenburg im Restaurant drin. Es waren so komische Umstände, warum ich dort hingegangen bin. Und wir waren im Hauskreis, dort haben wir Hauskreis gemacht, in einem kleinen Raum. Und da war gerade Fußball-WM auf der anderen Seite. Und dann ist schon auf Verwundert geschehen, der Besitzer ist geheilt worden, die Besitzerin ist geheilt worden. Und ich kann mich noch vergessen, wie die Besitzerin rausrennt im Fußballspiel und sie schreit, sie war nicht gläubig. Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat meinen Mann geheilt, Jesus hat meinen Mann geheilt. Und plötzlich hat kein Mensch mit Fußball geguckt und alle hörten zu, was ist denn los? Dann sagt er, hier, da drüben, kommt doch alle rein. Und dann kamen sie alle rein. Dann am Anfang die Hände auflegen und viele von denen sind wie umgefallen unter Kraft Gottes. Und ich weiß noch, wie ein Mann aufsteht, der junge Mann, der war vielleicht 22 und sagt, sind Sie noch da in 10 Minuten? Sag ich, ja. Dann sag ich, warum? Ja, ich gehe schnell nach Hause, mein Vater hat Krebs, ich hole ihn. Es hat mein Herz so berührt. Ist er heimgefahren, seinen Vater zu holen. Sofort sind die Leute weggegangen. Die Besitzerin von diesem Restaurant sagte mir vom bedrohlichen Ton, sie hat gefordert, Herr Fey, nächsten Montag kommen Sie wieder. Das war bedrohlich. Und ich sage, okay. Und am Montag drauf sind wir hingegangen. Und die Mary, die Besitzerin von dieser Kneipe, hat das ganze Dorf angerufen.
ganze Dorf angerufen. Ich bin geheilt worden, kommen Sie, Jesus heilt in meinem Restaurant. Und am Abend waren 160 Leute in einem kleinen Restaurant drin. Und es waren bestimmt 140 Ungläubige. Sie waren da. Weißt du warum? Eine Person hat es gesehen. Bei Jesus hat eine Person gesehen, dass Jesus mehr weiß, als sie sich vorstellt, am Jakobsbrunnen. Und was macht sie? Sie rennt ins Dorf. Und das ganze Dorf kommt. Verstehst du? Wollen wir das auch erleben? Dass wir keinen Platz mehr haben. Dass die Gläubigen runtergehen und beten und die Ungläubigen kommen rein. Massenweise. Hast du Lust zu fordern, dass sie kommen? Dass sie kommen, die Prostituierte, die Sünder, die Drogenabhängige, die vom Knast rauskommen, die in die Prostitution sind. Hast du eine Vision, dass sie kommen? Sollen wir sie fordern? Ich kann nur sagen, unser normales Christsein wird nicht mehr gehen, wenn andere Stufen kommen. Gott möchte, dass wir in eine andere Stufe gehen. Weil dieses System, wie wir jetzt haben, ist nicht kompatibel für Erweckung. Verstehst du? Und ich kann das sagen, wenn wir anfangen zu fordern, dann werden Dämonen fordern gegen uns. Die Dämonen werden der Hölle zu Satan gehen und sagen, wir fordern, dass du aufhörst, dass du diese Christen bremst. Weißt du was? Und wir werden uns nicht bremsen lassen. Und werden bereit sein zu sterben für die Erweckung. Lebe für die Erweckung. Es wird nicht mehr sein, der Schwerpunkt innerer Heilung, Streichler und Gott hat dich lieb und Gott hat dich lieb und Gott vergibt dir und hat dich lieb, sondern die Zeit wird kommen, wo Leute aufstehen und sie werden eine Autorität haben in der unsichtbaren Welt. Über Befreiung, über Erweckung, über Heilung. Komm, wir stehen mal einen Moment auf und wir stellen uns vor Gott. Ich möchte nur noch eine Frage stellen heute Abend. Hat dich heute Gott gezeigt zum Fordern? Heiliger Geist, ich möchte, dass du kommst, dass du einige noch zeigst. Dass sie nach Hause gehen und ihr Gebetsleben wird anders sein. Sie werden fordern. Sie werden holen. Sie werden Gewalt im Himmel antun. Sie werden Gewalt antun. Und Gott wird es ihnen geben. Lass es im Moment kommen. Es gibt einige, die werden so wie in ihrem Geist eine Explosion haben. Heute Abend. Ich werde fördern. Kommt. Ich sehe heute Abend, wie Engel sich gerade im Raum bewegen. Es gibt so viele Engel, die leider arbeitslos sind. Sie sind Berufe für die Erweckung. Sie sind Berufe, dich zu begleiten, wenn du in den Wille Gottes reingehst. Sie sind Berufe, dass wenn du anfängst zu fördern, wenn du forderst Erweckung, dass sie neben dir steht. Sie werden mit Freude an deiner Seite stehen. Sie sind Berufe für diese neue Stufe, die Gott dich haben möchte. Es sind Engel in diesem Raum drin. Hab keine Angst davor. Sie sind hier. Wow. Empfange gerade. Empfange. Du wirst für deine Frau fordern. Du wirst Engel fordern für deine Frau. Empfange gerade. Empfange, dass Gott etwas in deine Hände legt. Dass wenn du deine Hände hochhebst zu Gott, dass der Himmel aufgeht und etwas kommt runter. Empfange gerade jetzt. Also der Tod hat öfters angeklopft an deine Tür. Er will dich haben.
Aber ich fordere, dass du jedes Jahr, wie Gott dir schenkt, ein gesegnetes Jahr ist. Jetzt. Jetzt. Es ist nicht Zeit zu sterben. Es ist Zeit zu fordern. Wow. Da, 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 da. Vater, eine neue, jetzt eine neue. Mut zu fordern. Im Feind zurück verlange, was er geklaut hat. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir jetzt. Gott hat dich schon als Kind gerufen, du unsichtbare Welt. Du hast schon Träume gehabt von der unsichtbaren Welt und vielleicht hast du sogar weggemacht und vielleicht haben sogar Christen wollen beten, dass es weggeht. Es ist etwas von Gott. Es wird klar werden. Du wirst die unsichtbare Welt verstehen, du wirst reinschauen können und dann wird die Zeit kommen, wo du förderst. Was du schon lange will dir Gott diese Salbung des Feuers geben. Und du hast schon Momente gehabt, wo du dieses Feuer Gottes gespürt hast. Aber Gott sagt, deine Berufung ist nicht Feuer zu bekommen, sondern du sollst eine Feuersäule sein. Und du sollst Feuer anzünden. Und deine Worte haben bei manchen Leuten schon so viel Kraft bewirkt. Und dann hast du wieder auf dich geschaut. Und Gott sagt, du sollst lernen, Feuer zu rufen und Feuer weiterzugeben. Und es wird nicht ausgehen. Fordere wie Elia dieses Feuer Gottes. Fordere es. Feuer, wie stärker ist wie Tod, wie stärker ist wie Flüche. Verlang es. Hol es. In Jesu Namen. Komm, streck mal ihre Hände zu Gott im Moment. Empfang. Seh dich, wo du förderst. Gott, das will ich haben. Ich hol mich, weil es jetzt die Zeit ist. Ich hole meine Tochter zurück in Jesu Namen. Und sie wird frei sein. Wow. Wow. Fordere für mich, dass ich den Himmel aufmache. Ich werde den Himmel aufmachen, da wo du bist. Schau nicht auf dies, sondern fordere öfters Gott und sag, Himmel, du gehst auf hier. Und die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Sie wird kommen. Atme es ein, gerade jetzt. Mach den, ich sehe gerade, wie in der unsichtbaren Welt ganz viele Engel da sind. Das sind deine Engel. Ich habe den Eindruck, die wirst in die Dimension reinkommen, wo du betest, wo die Engel, viele Engel freigesetzt werden. Sie werden freigesetzt werden. Ist deine Berufung. Deine Berufung ist nicht Pastor. Deine Berufung ist Engel zu rufen. Ist Engel zu rufen. Und kein Mensch wird sagen, du bist kein guter Engel, kein guter Pastor, weil du Engel rufst. Empfange gerade. Empfange. Ich sehe sie kommen. Sogar Engel für Kontinente. Und du wirst Zeit haben, wie du für Länder betest, die du gar nicht richtig kennst. Und Engel werden sofort in diese Länder gehen. Es ist eine neue Zeit. Es ist eine neue Zeit da. Ja. Empfang noch. Gott möchte heute Abend Menschen berühren, dass sie Heilung fordern. Dass sie Heilung für Deutschland fordern. Heilung für Menschen fordern. Heilung für Gottesdienst. Morgen Mittag ist ein großer Heilungsgottesdienst. Es sind einige von euch da, die werden fordern heute Nacht, dass Heilung, außergewöhnliche Heilung mit Zeichen und Wunder morgen geschehen. Du kannst heute Nacht, wenn du aufwachst, fordern und sag, Herr, ich fordere morgen Zeichen und Wunder in diesem Gottesdienst. Ich fordere sie runter.
aber du bist gar nicht im Gebetsteam drin. Es ist doch unwichtig. Lerne zu fordern. Und je mehr du forderst, wie Gott dich ruft in diesem Dienst drin. Ich spüre gerade jetzt, es kommt etwas über Menschen, Heilung zu fordern. Du wirst fordern. Du wirst Heilung rufen. Ich fordere Heilung für Kinder. Jemand im Krankenhaus arbeitet bei Kindern. Fang an zu fordern, Heilung für diese Kinder. Und du wirst sehen, in diesem Krankenhaus Wunder werden geschehen. Und kein Mensch wird vielleicht wissen, dass es von dir kommt. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Wow, es ist da. Es ist da. Ich weiß nicht, warum, ich spüre gerade, wie Gott Menschen berührt an Füßen. Es ist so, wie ein Strom in deine Füße ist. Und ich habe das Bild vom Prophet, wo das Wasser vom Tempel rausgeht. Und das Wasser wird immer höher, bis es ins Tote Meer reingeht. Und die Fische werden lebendig werden. Und ich sehe gerade heute Abend Menschen, wie Gott, ihre Füße sind im Wasser drin, in diesem Strom des Lebens, in diesem Strom der Heilung, in diesem Strom des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, es ist nur ein Anfang. Hör zu, wenn du da bist und du spürst gerade, wie Gott deine Füße berührt, manches sogar bis an die Knie und die Beine, komm schnell nach vorne. Komm nicht, weil du es willst, sondern wenn du spürst, eine ganze Weile ist es da. Der Strom Gottes wird fließen über Deutschland, über Europa. Aber nicht alle werden in den Strom reingehen. Gott ruft dich, in diesen Strom reinzugehen. Diesen Strom der Heilung, wie kommen wir hin? Jetzt. 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 Vater, der Strom Gottes soll berühren, der Strom Gottes. Diese Zeit der Einsamkeit ist vorbei, sagt der Herr. Diese Zeit der Einsamkeit habe ich zugelassen, dass ich dich vorbereiten kann. Ganz allein mit mir sein. Und der Tod wird weggehen. Der Tod wird weggehen. Und du wirst Leben rufen. Du wirst rufen jetzt, empfange. Empfange gerade jetzt. Seh dich in diesem Strom drin. Dieser Strom, wie dich auf eine andere Ebene bringt. Dieser Strom, wie plötzlich die Fähigkeit gibt, dich zu vergessen. Und der Strom wird höher werden. Und es gibt einen Tag sogar, wie der Strom so hoch ist, dass man nicht mehr laufen kann. Und er wird dich mitnehmen. Er wird dich mitnehmen. Und du wirst sehen, wie das Tote Meer Leben bekommen wird. Du wirst es sehen, das Tote Meer ist ein Bild für unser Europa, für unser Deutschland, die so ungläubig geworden ist. Zeichen und Wunder werden geschehen. Und es werden Fische werden zum Leben kommen. Und die Fischer, die Evangelisten werden kommen. Wow, jetzt. Es sind einige Leute hier, die Asthma haben da vorne. Und es ist jemand, du hast ganz stark Asthma, dass sogar dein Leben verkürzen kann. Du, wie Asthma hast, leg deine Hand auf deine Brust jetzt. Ich möchte jetzt fordern, Heilung für deinen Körper, Heilung für dich. Und ich möchte sagen, in Jesu Namen, dieses Asthma, dieses kurze Atmen, geh weg in Jesu Namen, geh raus. Geh raus, diese Asthma geht jetzt, verlass deinen Körper in Jesu Namen. In Jesu Namen, halt es nicht fest, wenn von dir ein Wind oder wenn du Lust hast zu husten, es geht etwas weg von dir in Jesu Namen. Diese Asthma geht weg in Jesu Namen. Diese Asthma geht weg in Jesu Namen. Dieser Geist des Todes geht weg in Jesu Namen. Es geht jetzt weg in Jesu Namen. Es geht weg, es geht raus von dir in Jesu Namen. Es geht weg in Jesu Namen, es geht weg. Dieser Geist der Müdigkeit geht jetzt raus von dir in Jesu Namen. Geht raus. Müdigkeit, ich zerbreche dich in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Geh raus. Geh raus. Jede Müdigkeit ist zerbrochen. Sie ist zerbrochen. Sie ist zerbrochen. Tod der Müdigkeit. Du gehst weg in Jesu Namen. Du gehst jetzt raus in Jesu Namen. Gehst ganz weg. Ganz weg jetzt. Ganz weg.
ganz weg. Oh, wow. Auch nur jemand, im, du spürst im Bauch, wie ein Kugel, wie raus möchte. Und halt es nicht fest. Lag liebst deine Hand auf deinem Bauch, bis es rausgeht in Jesu Namen. Tod, du musst weggehen. Du, wie Satan geweiht worden bist, ich zerbreche deine Macht in Jesu Namen und du lasch jetzt die Person frei und ich fordere Freiheit in Jesu Namen für diese Person jetzt. Teufel, du lass los und du lass los und du lass los und du lässt los und du gehst raus und du gehst raus und du gehst raus in Jesu Namen. Es geht jetzt weg und deine Blutkrankheit geht sofort weg in Jesu Namen und deine Blutwerte werden jetzt normal werden. Werden jetzt normal werden. Es geht raus von dir, es geht raus. Es geht ganz raus. Alles geht raus. Jetzt. Es geht raus. Ich sehe gerade, wie jemand, wie die Schlange von dem Bau rausgeht. Sie geht raus. Sie geht raus von diesem Gebäude. In Jesu Namen. Es geht raus. Es geht jetzt raus. Es geht raus in Jesu Namen. Ganz raus. Ganz raus. Wow. Und es wird, der Friede kommt in dich hinein jetzt. Friede kommt in dich hinein. Der Friede Gottes kommt in dich hinein. Wow. Komm, atme es nochmal ein. Der Friede Gottes kommt jetzt. Kommt jetzt. Vater, ich möchte, dass die Heilungskraft heute Nacht Menschen berührt in ihrem Bett, in ihrem Schlaf. Und Vater, ich möchte, dass es bei Menschen so stark ist, dass sie spüren, wie der Strom der Heilung kommt. Und nicht nur, dass du ihre Körper heilst, sondern dass die Salbung der Heilung sie berührt für einen Dienst jetzt. Es kommt. Es kommt. Es gibt zwei Frauen hier. Du hast abgetrieben. Und du denkst, weil du das gemacht hast, kann Gott nicht mehr vollständig segnen. Und ich spreche diese Lüge. Was Gott vergeben ist, ist weg. Gott hat dich gerufen, einen Dienst zu machen, auch im Befreiungsdienst, auch gegen den Geist des Todes zu kämpfen. Und du hast geglaubt, aufgrund von diesen Sachen, dass Gott dich nicht mehr richtig gebrauchen kann. Und ich spreche heute Abend in Jesu Namen diese Lüge. Ich spreche diese Lüge in Jesu Namen. Ich spreche diese Lüge in Jesu Namen. Es geht jetzt weg. Ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist jemand da vorne. Du hast ganz stark wie ein Krampf in deine Waden, in deine Beine. Schon längere Zeit. Und besonders in der Nacht kannst du nicht mehr schlafen, weil etwas in deine Beine drin ist, wie so sich verkrampft. Wer ist denn diese Person? Wink mal. Okay. Empfange gerade. Vater, ich widerstehe jetzt die Ursache, ob das von den Nerven kommt oder auch vom Gewebe, in Jesu Namen. Du wirst wieder schlafen können. Und das in deine Beine wird jetzt weggehen. Es wird jetzt weggehen. Es wird jetzt weggehen. Es geht weg in Jesu Namen. Es geht weg in Jesu Namen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Wow. Es ist jemand da in der letzten Zeit, du hast da die Schulter ausgekugelt. Und da ist immer noch Schmerzen drin, obwohl sie wieder drin ist. Wer ist denn diese Person? Okay. Mach deinen Arm einfach runter. Entspann dich. Vater, ich bete jetzt für diese kugelnde Schulter, dass es jetzt berührt wird. Dass alles geheilt wird. Dass alles geheilt wird. Jetzt. Dass jedes Gewebe, alles was verletzt war, in diesem Gelenk, dass es jetzt geheilt wird. Dass es weggeht. Dass es weggeht in Jesu Namen. Dass es weggeht in Jesu Namen. Dass es weggeht in Jesu Namen. Und ich möchte, dass ihr da vorne in eurem Herz ein Gebet spricht jetzt. Dass du Gott sagst, ich werde fordern. Ich werde sagen, wie du mir zeigst, ich werde sie nicht lang beten, ich werde sie fordern. Ich werde sie rundreißen in Jesu Namen, weil es dein Plan ist, weil es die Zeit ist, zu fordern in Jesu Namen. Es ist die, ich werde aufhören immer mit meinen Bettelgebete, sondern ich werde in die nächste Stufe gehen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Wir werden eine Zeit haben der Anbetung.
da vorne noch. Und wenn jemand da ist, ist krank und wünscht sich noch persönliches Gebet. Es gibt viele Leute, die haben hier ein Gebetsteam. Geht doch so jemand so und sagen, bet für mich. Ich möchte das und das noch bekommen. In Jesu Namen. Durch dein Wort hast du mich gesehen.
Ja, sein Name sei.
Let it rain.
zeig uns, wie es geht. Rein ist es reich, Wollen erwachen sehen, ist die Kraft und Heil. Dein Herrlichkeit für immer. Amen. Dein ist es reich. Wir führen Krieg in der Himmelswelt, reisen ein.
Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen.
Steht auf, lasst uns nochmal alle aufstehen, wenn ihr gerade noch wirklich was in eurem Herzen habt, wenn ihr wirklich euren Herrn und Gott erheben wollt. Ja, lasst ihn uns gemeinsam erheben und lasst uns das alles nochmal wirklich von Herzen im tiefsten Glauben singen. Regnen über uns. Fahr
so sehr, dass Gott für jeden Einzelnen hier Großes hat. Wenn du das auch glaubst, halt deine Hände einfach offen vor dich hin und empfang, was Gott für dich hat. Er möchte, dass dein Becher überfließt. Er möchte, dass deine Hände mit seinem Segen überfließen. Du bist sein geliebtes Kind. Gehe auf ihn ein mit deiner Liebe. Gib ihm dein Herz. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über uns. Vater, lass es regnen über
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Bald müssen wir mal eine Gebetsnacht machen. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart.